Meine sehr geehrten Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Agoraphobia. Dem Spiel, was schon richtig crazy begonnen hat. Und nachdem uns Tante Margaret in einem vielleicht Traum, vielleicht auch nicht Traum, fast zu Tode gewürgt hat, sind wir hier in unserem Bett erwacht. Es ist immer noch Nacht und unser Hals tut weh. Also inwiefern das jetzt wirklich ein Traum war, schwierig. Auf jeden Fall kann ich hier nicht speichern. Schauen wir mal. Die Tür ist abgeschlossen. Okay, in meinem Schrank ist nichts. Eine Marionette. Eine der Schnüre ist gerissen. Ein sehr großer Teddybär. Den hatten wir schon. Licht im... Warte. Och nö. Sie ist auf den Boden gefallen. Aufheben. Marionette aufgehoben. Okay. Immer noch zu. Ein viel zu kurzes weißes Hemd. Kann nicht schlafen. Was passiert, wenn ich jetzt Licht ausmache? Nix. Okay. Die Tür bleibt zu. Dem Fenster kann ich auch nicht schauen. Kann nicht schlafen. Marionette aus meinem Zimmer. Hennings Schreiben. Weichhölzer, Hinterhausschlüssel, Hilfe, Notiz. Können Menügegenstände speichern, Escape-Taste. Also ich... Untersuchen. Der Bauch ist dick und voller Wolle. Im Innern der Marionette ist ein harter Gegenstand, doch man kann kaum ertasten, was es ist. Den Bauch öffnen. Das ist zu schwer. Der Stoff ist zu dick. Den kriege ich niemals mit der Hand zerrissen. Wo kommt das Messer jetzt her? Schlüssel aus dem Bauch der Marionette herausgeschnitten. Juhu! Glaube ich. Teddybären. Wo kommen die nur her? Ein Teddybär. Wo gehen wir jetzt hin? Abgeschlossen. Hat mir Tante Margaret den Schlüssel abgenommen? Da fehlt immer noch der Türknauf. Ostflügel ist wahrscheinlich immer noch zu. Ja. Da ist noch ein Teddybär und noch ein Teddybär. Die Teddybären legen eine Spur. Was hat da gerade geklopft? Was soll das bedeuten? Ein Schlüssel. Wo kommen die nur her? Tante Margarets Schlüssel. Oh oh. Mama? Ah, oder... Nee, ich schätze... Funktioniert der hier? Geld nehmen, Bleiquader nehmen... Nimm mal den Bleiquader. Weil, was bringt mir hier jetzt Geld? Tür ist versperrt.
Stühle kann man verschieben. Was stelle ich mit dem Bleiquader an? Ich kann ihn ja mal untersuchen und speichern, wenn ich es schon wieder kann. Ein kleiner Bleiquader. Er ist nicht größer als ein Radiergummi. Vielleicht kann ich ihn einschmelzen. Einschmelzen? Wo soll ich den denn einschmelzen? In der Küche oder was? Der Herd ist abgeschaltet. Das bisschen Licht da, ey. Oder hier. Ofen anfeuern. Der Ofen ist angefeuert. Das Flackern der Flammen ist fast hypnotisierend. Jede Menge Geschirr, aber weder Messer noch Scheren. Hat Herr Henning sie alle weggeschlossen? Eine Kaffeemühle, eine Teekanne, Gewürze, Öle und verschiedene Sorten Tee. Ah, kann ich? Auf der Innenseite wurde etwas notiert. Marigold and Clutcher, Apotheke 8396, Kingston Alley, Plymouth. Bekanntes Schlüssel. Scharfes Messer. Okay, ich habe es hier jetzt mal angefeuert, aber weiter weiß ich jetzt erstmal nicht. Das heißt, ich schaue mich weiter um. Teddybären legen eine neue Spur. Oh. Fräulein Fiona. Mir ist Schlimmes zu Ohren gekommen. Sie brachen, wie es schien, wieder einmal die Regeln ihrer Tante. Wissen Sie, Ihre Tante und ich, wir haben uns etwas überlegt. Etwas für Sie, Fräulein Fiona. Etwas Wunderbares. Es wäre für alle das Beste. Für uns alle hier im Haus. Er hat mich angegriffen. Wow. Dass sie direkt so krass reagiert, hätte ich nicht erwartet. Also da muss ja... Wow. Aber wo ist er jetzt hin? Verriegelt. Ist er zur Tante gegangen? Oh, sie ist nicht da. Hä? Lag da was auf dem Boden? Eine kleine Waage. Okay, nee. Interessiert uns nicht. Tresor ist nicht abgeschlossen, er ist vollkommen leer. Was sind das für Dokumente? Eine Notiz. Sie ist offensichtlich von Tante Margaret geschrieben worden. Herr Henning,
Obwohl meine Anweisungen mehr als eindeutig waren, musste ich feststellen, dass sie die Bleizange immer noch nicht entsorgt haben. Wie oft muss ich wiederholen, dass alle nötigen Schritte unternommen werden müssen, wozu auch die Entsorgung dieses Gegenstandes gehört? Ich kann nachvollziehen, dass sie mit ihren aktuellen Aufgaben mehr als eingenommen sind, weswegen ich die Bleizange vorübergehend weggeschlossen habe. Ich würde sie bitten, den Gegenstand so bald wie möglich zu entfernen. Sie finden die Bleizange in der Truhe im Hinterhaus. Warum macht sich Tante Margaret so viel Mühe, all diese Sachen von mir zu verbergen? Ich weiß nicht, ob wir das wissen wollen. Wie schlimm haben wir jetzt auch den Hausmeister verletzt? Ich bezweifle mal, dass er dran sterben wird. Wo kommt das jetzt her? Blut fließt. Es schneidet tief. Das Messer, woher hat sie es? So tief ins Fleisch. Es brennt. Es blutet. Nimm es ihr weg und zahle es heim. Schneide sie. Schneide sie auf. Steht überall dasselbe drauf. Wir wollen nur helfen, immer nur helfen. Etwas anderes hatten wir nie im Sinn. Nimm es ihr weg. Nimm ihr das scharfe Messer weg. Sie soll die Sonne spüren. Ihr Herz öffnen und verteilen. Überall an den Wänden verteilen. Warum schreibt jemand so etwas? Was geschieht hier nur? Das Ticken der Uhr wird lauter und lauter. Ich muss es beenden. Es ersticken. Es stopfen. Es muss aufhören. Lass es aufhören. Eine große alte Standuhr. Die Zeiger scheinen defekt zu sein. Obwohl man das Ticken hört, bewegen sich die Zeiger nicht von der Stelle. Untersuchen. Unter dem Ziffernblatt ist eine kleine runde Vertiefung mit einem Sonnensymbol. Darunter sind einige Kratzer zu erkennen, so als wäre etwas entfernt worden. Braucht die Bleizange. Ich frage mich ja gerade, ob ich in akuter Gefahr bin. Böses Kind, böses Kind, böses Kind, böses Kind. Okay, wir brauchen die Bleizange. Die Truhe. Das scharfe Messer, das sei so mühelos zertrennt, als wäre es aus Papier. In der Truhe lag eine kleine Bleizange für antike Gewehrkugeln. Okay. Zurück in die Küche. Schauen wir mal. Speichern. Bleizange. Eine kleine Bleizange für Gewehrkugeln von alten Vorderladern. Auf einer der Innenseiten ist ein Sonnensymbol eingraviert. Mit der Bleizange und dem Bleiquader eine Kugel pressen. Bleikugel erhalten. Damit sollten wir weiterkommen.
Die kleine Gewehrkugel aus Blei passt perfekt in die Vertiefung. Sonnensymbol erhalten. Damit kommen wir in die nächsten Zimmer. Und währenddessen spüre ich quasi, wie sie alle hinter mir stehen. Das Sonnensymbol aus der Standuhr passt in das Knaufloch der Tür. Tante Margaret? Es ist alles vergebens. Ich spüre, wie sich seine langen, kalten Finger langsam in meine Rücken bohren. Ich verstehe das alles nicht. Was geht hier vor, Margaret? Natürlich verstehst du es nicht, Kind. Es folgt mir, egal wohin ich mich wende. Verfolgt mich in meine Träume und darüber hinaus. Tante Margaret. All die Jahre. All die Lebenszeit. Ausgelöscht. Du hättest dein Zimmer nicht verlassen und einfach weiterschlafen sollen. Denn nun kannst du diesen Ort nie wieder verlassen. So wie wir. Du hast uns alle der Dunkelheit überantwortet. Tante Margaret, sie rührt sich nicht. Sie hält etwas in der Hand. Türknauf gefunden. Was bist du? Wow. Nein. Bleib mir. Ich kann nicht speichern. Der Türknauf. Er sagt nur, ist sie durch Tod untersuchen. Ein abgeschraubter Türknauf. Vom häufigen An- und Abschrauben ist der Schraubenschloch schon. Au! Scheiße, was soll ich machen? Natürlich. Ist Licht dein Feind? Du wirst dadurch langsamer, oder? Das Gitter ist verriegelt. Nee, wird er nicht. Oh. Ein kleiner Vasen. Bleib weg. Verstecken? Würde mich jetzt eigentlich wundern, wenn das hilft. Es hilft wirklich. Was zur Hölle? Aber die Tür bleibt zu. Was war dieses Ding? Ich verstehe nicht, was hier vor sich geht. Träume ich etwa immer noch? Es fühlt sich alles so real an. Aha. In das Loch reingreifen. Ein Hebel? Und die Tür öffnet sich. Okay. Ab jetzt wird's wohl extra gefährlich. Hier hat der Türknauf gefehlt. Dieser Gestank. Hat es hier gebrannt? Die Wände sind über und über mit abstrakten Symbolen und Zeichnungen versehen. Sie sehen aus wie zwei grotesk entstellte Menschen, von denen einer nach etwas greift. Es sieht aus und riecht, als hätte hier etwas gebrannt, doch aus der Asche ist nicht zu erkennen, was es war. In der Ecke liegt eine Notiz. Ein Teil verwehte Asche, ein Teil flüssige Flamme soll meinen Leib durchtränken und die Dunkelheit erhellen.
brennen sollst, doch nur zusammen, dann wird geboren aus den Flammen ein neuer Teil von mir, der den alten missen wird. In der Wand ist ein tiefer Spalt, man kann nicht sehen, was sich dahinter verbirgt. Streichholz reinwerfen? Der Sog aus dem Spalt in der Wand hat das Streichholz gelöscht. Hineingreifen. Was ist das? Ostflügelschlüssel. Okay. Cool. Natürlich habe ich abgespeichert, also einfach so hätte ich da nicht hineingegriffen. Hallo Ostflügel. Gibt's hier was Besonderes? Auf den ersten Blick mal nicht. Ein paar Notizbücher. Archäologischer Bericht. Verloren Expedition Mai 1929. Barnabas Thompson. Es ist von meinem Vater. Die erste Ernüchterung macht sich breit. Ein paar der Arbeiter haben Fieber bekommen. Das verzögert die weitere Ausgrabungen. Uns ist zwar ein Sensationsfund gelungen, aber wenn die Einheimischen hier sich weigern, die Artefakte nach Ortisport zu bringen, sieht es schlecht für uns aus. Arthur ist beunruhigt. Er ist der Meinung, dass wir sofort mit unserem Fund zurückkehren sollten. Ich bin anderer Meinung. Wir können jetzt nicht einfach so aufhören. Das Notizbuch endet hier. Ob Tante Margaret noch mehr von den Notizbüchern herumliegen hat? Hier? Unbeschriebene. Okay. Bücher. Okay. Ein Bücherregal sticht da oben hervor. Oh, das Bild. Ist das mein Vater und Herr Henning? Ich wusste nicht, dass sie sich kannten. Und wieso hängt dieses Bild hier? Also der Vater war wohl Archäologe. Dann ja nur noch der Part hier. Was ist das für ein Raum? Wieso wollte Tante Margaret nicht, dass ich das alles hier sehe? Ein Haufen Notizbücher. April 1929. Nach dem Abschluss der Vorbereitungen und nach geklärter Finanzierung waren wir ohne zu zögern aufgebrochen. Mit den Pachtverträgen und Arthurs Sprachkenntnissen waren die Ausgrabungen ein Kinderspiel. Eleanor, du wirst nicht glauben, was wir dort unten gefunden haben. Mit deinen Kontakten zu Mr. Miller in Bezug auf diesen Fund müssen wir uns niemals wieder um Geld Sorgen machen. Wir haben es geschafft. Das Notizbuch endet hier. Ob Tante Margaret noch mehr rumliegen hat? Weiß ich nicht. Voller Unterlagen, Reisepapiere. Ein Einmachglas. Es ist leer. Der Schrank hat nicht nur ein schweres Vorhängeschloss, sondern ist auch noch mit einem Brett zugenagelt worden. Ich glaube, das kriege ich nicht irgendwie aufgebrochen, oder? Scharfes Messer, Einmachglas und... Nö. Was mache ich mit dem Einmachglas? Ich weiß, ich brauche Asche. Sophie hat mir das eine schon... Fiona, mein Kind. Folge mir. Vater. Oh, blutige Fußspuren. Nein, Papa, ich will dir nicht folgen. Nicht das Vieh schon wieder. Was haben die da ausgegraben? Das ist schlecht. Oh. Oh Gott. Vater, mach auf. Anu? Hoch. Speichern. Die haben irgendwas Verfluchtes ausgegraben und bereuen das jetzt so richtig. Warum führt er mich so im Kreis rum? Nein.
Suche jenes, was fehlt, anstatt den Blick auf das zu richten, was direkt vor deinen Augen liegt. Was ist passiert? Habe ich wirklich Vater gesehen? Okay. Keine Ahnung, was hier abgeht. Ich habe schon so erste Gedanken. Sprich, Familie verflucht, weil irgendwelche Gräber ausgeraubt, aber das allein würde mir nicht reichen. Es muss noch irgendeinen Zusammenhang mit dem Autounfall geben. Aber das wird sich zeigen in der vielleicht nächsten Folge von Agoraphobia. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel. Adios.